Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer auch im Livestream. Herr Alder, vielen Dank für diese sehr freundliche Einführung. Mein Name ist Ludwig Bull und ich möchte Ihnen heute die künstliche Intelligenz näher bringen, vor allen Dingen als Hilfsmittel zum Verständnis des Rechts. Gut, das ist unsere Übersicht heute. Zuerst möchte ich ganz kurz erzählen, wer ich bin und warum Sie mir überhaupt zuhören sollten. Dann reden wir kurz nochmal über die Grundlagen der KI, denn ich denke, es ist immer sehr wichtig, dass man trotz eines so hochkarätigen Publikums nochmal die Grundlagen ganz klar definiert. Danach möchte ich, und das ist, denke ich, der wichtigste Teil dieses Vortrages, die Frage beantworten, warum überhaupt KI und Recht? Können wir die Anwälte denn nicht einfach in Ruhe lassen? Warum? Was ist wirklich der Added Value von der künstlichen Intelligenz im Rechtswesen? Danach möchte ich auch konkret werden. Ich möchte Ihnen auch praktische Tipps geben. Ich möchte Ihnen zeigen, wo können Sie die KI einsetzen? Wo können Sie sie gewinnbringend in Ihren eigenen Firmen benutzen? Ja, welche Stellen, welche Schnittstellen gibt es? Anschließend möchte ich noch kurz über die Zukunft sprechen. Wo geht's hin mit der künstlichen Intelligenz im Recht? Was sind die Möglichkeiten? Ja, was können wir alles damit im Recht erreichen? Und zum Schluss freue ich mich natürlich auf Ihre Fragen und Kommentare. Gut, ja, wer bin ich? Das ist so ich als Mensch praktisch in drei verschiedenen Spalten. Einmal, ich bin auf der einen Seite Wissenschaftler. Herr Alder hat es ja schon angesprochen. Ich mache auch eine Menge wissenschaftliche Arbeit in Cambridge, zusammen im Bereich KI und Recht. Gerade heute wird ein neuer Beitrag veröffentlicht. Und ich bin oft international unterwegs und halte viele Vorträge, manchmal auch in sehr interessanten Orten wie Moskau. Heute in Bern, ich bin sehr froh hier zu sein, weil Sie sehen ja Wandern und Wald und Spätzle. Heute habe ich mir Rösti noch vorgenommen heute Abend. Also ganz wunderschöne Stadt und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, beim Business, wie schon angesprochen, bin ich der Scientific Director bei CaseCrunch Systems. Wir sind eine Firma, die based ist in Cambridge im Vereinigten Königreich. Aber unsere Kunden sind wirklich global, also meistens sehr große Firmen, multinational corporations, aber auch verschiedene europäische Regierungen. Ursprünglich bin ich aus Deutschland. Ja, hier nochmal ein paar Bilder zum Beweis sozusagen. Ja, manchmal in Russland, wir waren auch im englischen Parlament, das war ganz interessant. Den Herrn hier oben kennen Sie vielleicht auch, das ist Richard Susskind, auf oben links, der vierte von links. Der hat diesen Begriff T-Shaped Lawyer zum Beispiel sehr geprägt. Und das ist nur noch kurz zu CaseCrunch. Das sind die drei großen Sachen, die wir machen. Also wir helfen Kunden, Daten zu sammeln, sie zu strukturieren und dann zu analysieren, und zwar im Bereich Litigation und Arbitration. Und diese drei Schritte sind wirklich notwendig, damit wir dann unser Produkt zum Schluss implementieren können. Aber bei jedem von diesen Schritten wird bereits ein Wert kreiert für die Firma. Wir haben auch eine der größten Datenbanken an Rechtsfällen in der ganzen Welt. Das habe ich so während meines Studiums nebenbei mit aufgebaut und es hat sich eigentlich schon gelohnt. Gut, und jetzt möchte ich über den CaseCrunch Lawyer Challenge kurz sprechen. Und wir haben uns eigentlich einfach gedacht, wir haben hier so ein cooles Produkt, wir haben eine coole KI. Wie können wir denn der Welt das näher bringen? Wie können wir zeigen, dass das wirklich die Welt verändern könnte? Und es gibt wahrscheinlich nichts, das Menschen so sehr frustriert oder fasziniert, wie das direkte Messen mit einer Maschine. Und deswegen haben wir uns gedacht, gut, machen wir einen kleinen Wettbewerb. Und dann haben wir diesen Wettbewerb formuliert und es ging praktisch darum, vorauszusagen, anhand nur eines Tatbestandes oder einer faktischen Beschreibung, ob ein bestimmtes Versicherungsprodukt rechtskräftig verkauft wurde oder ob es gegen eine bestimmte Richtlinie verstoßen hatte. Es ging dabei um Personal Payment Protection Insurance. Und dann haben wir diese Anwälte, die sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, wir haben dann diesen Wettbewerb gemacht und unsere KI und die Anwälte haben exakt die gleichen faktischen Beschreibungen bekommen und weder die KI noch die Anwälte hatten jemals zuvor diese Probleme gesehen. Und nach einer Woche, also die Anwälte haben dafür eine Woche gebraucht, unsere KI hat das in ein paar Minuten gelöst, war dann das Ergebnis ziemlich erschütternd. Die Anwälte kamen auf 62,3% Genauigkeit
Und unsere KI kam auf 86,6%. Das sind zwei Zahlen, die ich nie vergessen werde in meinem Leben, glaube ich. Und der Grund, warum das eigentlich gar nichts überraschend sein sollte, ist, weil dieser Wettbewerb, wir haben zwar gesagt, es war so ein bisschen der erste öffentliche Wettbewerb dieser Art, aber er wurde schon oft vorher gemacht. Also es gab auch 2004 ein fast gleiches Experiment, wo die Ausgänge von Fällen vor dem obersten Gericht in den Vereinigten Staaten vorhergesagt werden mussten. Und dort war das Ergebnis total ähnlich. Ja, also das waren auch, die Anwälte kamen auf ungefähr 69% und bei der KI waren es 76. Also wir sehen einfach, dass diese quantitative Fallvoraussage, also das Voraussagen von Gerichtsurteilen anhand von statistischen Merkmalen, eben etwas ist, das die KI sehr gut kann und das Anwälte eventuell nicht so gut können. Und das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich nachher noch ansprechen werde, ein Bereich, wo die KI wirklich helfen kann, auch unser Wissen über das Recht weiterzuentwickeln. Okay, genug von Case Crunch. Reden wir nochmal grundsätzlich über die künstliche Intelligenz. Was ist es? Und da gibt es eine Definition, die ich wirklich perfekt finde, die ist von Arthur Samuel, der hat bei IBM gearbeitet in 50er Jahren. Und er hat es einfach so formuliert: It's the field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. Ich habe das jetzt nicht übersetzt, weil ich fand, das war auch auf Englisch einfach perfekt beschrieben. Es ist einfach ein Hilfsmittel momentan dafür, etwas einem Computer etwas beizubringen, ohne jede Regel des Problems spezifisch aufschreiben zu müssen. Sie können das ja auch bei einem selbstfahrenden Auto ganz leicht nachvollziehen. Es wäre unmöglich, jedes mögliche Problem eine einzelne Regel aufzuschreiben. Sie würden niemals fertig werden, jede Regel dafür aufzuschreiben. Und deswegen brauchen Sie die künstliche Intelligenz, die praktisch durch eine große Datenmenge extrapolieren kann. Ja? It's not explicitly programmed. Sie haben dem Computer nicht explizit gesagt, wie man dieses bestimmte Problem löst. Aber weil es eben intelligent ist und die meisten Fälle kennt, kann es auch über dieses Problem, was vorher noch nie gesehen wurde, trotzdem eine Lösung finden. Ja? Machen wir es konkret. So sieht die KI aus, wenn ich damit arbeite. Es ist Software im Endeffekt. Ne? Einfach Softwareprogramme. Und das Einzige, was hier eigentlich die KI ist, ist hier oben, wo es losgeht mit Model Architecture auf Zeile 158. So sieht ein neuronales Netzwerk aus, einfach als Software. Und ich finde es gut, immer mal das zu zeigen, weil man stellt sich oft die KI so als total abstraktes Wesen vor, das irgendwo im Computer wie so ein Geist irgendwas ausrechnet. Aber im Endeffekt ist es einfach Software, die mathematisch Dinge ausrechnet. Ich möchte auch noch mal ganz kurz auf die Entwicklung der KI hinweisen. Also es gibt sozusagen diese drei großen Themen, diese drei großen Abschnitte. Einmal haben wir das maschinelle Lernen. Das gibt es schon sehr lange, das gibt es schon seit den 1950er Jahren. Und das ist im Prinzip eine sehr schlaue Form der Statistik. Also es ist nicht nur eine simple statistische Analyse, sondern es ist schon ein bisschen weiterentwickelt, aber gut, nicht unbedingt was komplett Revolutionäres. Der kommerzielle Höhepunkt dieser Technologie, der war schon so in den 2000er Jahren. Ja, also das war schon am Anfang, als die ganzen großen Internetfirmen angefangen haben, richtig Daten zu sammeln. Dann haben sie angefangen, diese Technologie dafür auch einzusetzen. Und die Technologie gab es schon sehr lange. Der zweite Schritt, das ist, was wir jetzt sehen, ist das Deep Learning. Ja, und das ist schon ein bisschen mehr als nur Statistik. Das hat schon verschiedene Elemente von menschlicher Intelligenz. Wir haben hierarchisches Lernen, also das komplexe Konzepte, zusammengesetzt werden aus vielen kleinen Konzepten und wir haben diese nonlinearen Berechnungen. Und ich finde immer ein guter Punkt dafür, also Google Translate, das kennen Sie alle, einfach die Google-Übersetzer auf Ihrem Smartphone oder online, die haben 2014 ihre Technologie umgestellt von diesem traditionellen maschinellen Lernen zum Deep Learning. 2014. Das heißt, jetzt haben wir gerade diesen kommerziellen Höhepunkt im Deep Learning. Und auch auf der Anwendung auf das Recht ist das natürlich jetzt sehr interessant, weil wir jetzt hier viel mehr diese Applikation im Deep Learning sehen. Und ich denke, das ist wichtig, weil das Recht ist extrem komplex. Und diese simple statistische Analyse oder diese Statistik Plus reicht dafür oft nicht aus. Aber weil wir jetzt ein besseres Hilfsmittel haben, das Deep Learning, können wir damit auch für das Recht etwas gewinnen. Ja, Zukunft, niemand hat irgendeinen Plan. Also die Leute, man arbeitet an verschiedenen interessanten Stellen. Es gibt vor allen Dingen Bemühungen, dass man versucht, anhand von weniger Daten mehr zu lernen.
weil so das menschliche Gehirn funktioniert. Ich brauche Ihnen nur zweimal die Zahl 5 zeigen und Sie wissen beim dritten Mal, dass das die Zahl 5 ist. Diesem Computer muss ich das ungefähr 10.000 Mal zeigen, bis er die 5 von einer 4 unterscheiden kann. Also da gibt es schon interessante Bemühungen. Aber momentan wissen wir einfach nicht, was noch kommt. Gut, machen wir nochmal ganz kurz die Buzzwords hier, weil das ist immer ganz wichtig, denke ich. Also wenn Sie diese Schlagwörter sehen, das hat alles, ist alles künstliche Intelligenz. Ne? Big Data, also riesige Datenmengen, Predictive Analytics, Machine Learning, Deep Learning, Data Science ist so die wissenschaftliche Oberbegriff und Statistical Mathematical Analysis. Und ich finde es auch nochmal wichtig, genau zu sagen, was KI nicht ist. Vor allen Dingen Blockchain und Smart Contracts. Und vielleicht finden Sie das blöd, dass ich das sage, weil das ist eigentlich relativ offensichtlich. Aber es gibt einige Juraprofessoren von der University of Oxford, die natürlich diesen Fehler machen und auch in ihren wissenschaftlichen Publikationen oft eben sagen, dass Smart Contracts etwas mit KI zu tun haben. Das würde natürlich einem Cambridge-Professor niemals passieren. Okay, kommen wir zum Hauptpunkt. Warum KI und Recht? Was soll das Ganze? Und ich möchte jetzt nicht unbedingt nur den praktischen Business Case machen und Ihnen erklären, ja, so und so können Sie hier Geld sparen, hier können Sie ein besseres Produkt entwickeln, aber theoretisch gesehen, einfach auf der Frage der Theorie, der Rechtstheorie, was kann die KI denn für uns tun? Und hier sind ein paar Probleme, die ich denke, die das Recht hat und bei der die KI uns weiterhelfen kann. Zum Beispiel hat das Recht ein Transparenzproblem. Rechtliche Konflikte und Probleme sind extrem komplex und sind für die meisten Menschen überhaupt nicht transparent und auch für viele Anwälte nicht immer komplett nachvollziehbar. Das sehen wir ja an diesen Experimenten, wie wir sie gemacht haben, wie sie auch in den Vereinigten Staaten gemacht worden sind. Wie die Rechtsprechung stattfindet, ist nicht immer komplett transparent. Und selbst Professoren für Jura, die zum Beispiel bei diesem amerikanischen Experiment mitgemacht haben, die hatten jahrzehntelang Verfassungsrecht studiert und trotzdem hatten sie Schwierigkeiten, anhand von dieser Theorie die Fälle vorauszusagen. Natürlich heißt das nicht, dass Sie die Theorie nicht verstanden haben, aber es heißt einfach, dass es anscheinend Prozesse gibt im Recht, die nicht komplett transparent sind. Und die KI kann uns helfen, hier mit einer etwas objektiveren Analyse dieses Transparenzproblem zu lösen, indem es die Prozesse etwas durchsichtiger und offensichtlicher macht. Gut, das Kostenproblem brauche ich nicht weiter erklären. Rechtliche Services sind sehr, sehr teuer. Und zum Theorieproblem komme ich auf der nächsten Slide. Und das Theorieproblem ist, dass bei der Rechtswissenschaft, also das hat mich schon immer etwas, ich kann eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe einmal das Privileg gehabt, mit einem obersten Richter des UK Supreme Court zu Abend zu essen. Und das war in meinem ersten Jahr, in meinem ersten Semester in Cambridge. Und ich habe ihm mit großen Augen erzählt, wie ich unbedingt eine Maschine bauen wollte oder ein System konstruieren wollte, was auf jeden Fall die richtige Antwort gibt. Und er meinte dazu zu mir so eigentlich nur sehr väterlich, Junge, beim Recht, da kommt es nur darauf an, wer was beweisen kann. So, und ja, ich fand das irgendwie ein bisschen frustrierend, weil ich eigentlich denke, dass das ein grundlegendes Problem ist, auch in der Theorie des Rechts. Wir haben noch keine richtige Antwort auf die Frage, ob es eine objektive, richtige Antwort gibt auf Fälle. Wir wissen nicht genau, ob wir, ist es möglich zu beweisen, und zwar so zu beweisen, wie auch, sagen wir, in den Naturwissenschaften, dass eine bestimmte Rechtsprechung richtig ist und keine andere. Also das ist ein Theorieproblem, bei dem die KI uns auch weiterhelfen kann. Und Sie sehen das bei diesen drei Säulen. Die KI sollte man wirklich als Hilfsmittel verstehen. Es ist, glaube ich, für Juristen ein total interessantes Hilfsmittel, um diesen extrem komplexen Bereich Recht verstehen zu können. Und hier mache ich es jetzt wieder gut mit den University of Oxford Professoren. Das ist einer von Ihnen. Er ist leider vor einigen Jahren verstorben. Das ist Professor Ronald Dworkin. Wir sehen ihn hier vom Christ Church College in Oxford. Und ich finde seine Theorie des Rechts, er war ein, Sie kennen ihn vielleicht, also er ist wirklich einer der größten Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts und war sozusagen der Counterpart zu H.L.A. Hart, der diese ganze Jurisprudenz aufgebaut hat vom Positivism. Und er hat ein total interessantes Gedankenexperiment gehabt und das hat mich schon immer motiviert. Und ich würde es gerne mit Ihnen, ich würde es Ihnen gerne mit Ihnen teilen. Und dieses Gedankenexperiment war der Richter Herkules. Und die Idee hinter diesem Richter Herkules war, dass der Richter Herkules für jeden Fall unendlich viel Zeit hat. Er kann also alles lesen, alle rechtlichen Texte genau verstehen. Und er ist so brillant, dass er genau versteht, was jeder Artikel, jedes Gesetz
und jeder Fall bedeutet. Und so, hat Ronald Dworkin gesagt, konnte dann der Richter Herkules bei jedem Fall die richtige Antwort finden. Sie sehen schon so ein bisschen, wo meine Motivation damit herkam. Aber der Grund, warum Ronald Dworkin überhaupt dieses etwas verrückte Gedankenexperiment sich ausgedacht hat, ist, weil er gesagt hat, wenn wir keinen Richter Herkules haben, wenn es nicht in der Theorie möglich ist, dass es den Richter Herkules gibt, dann kann es auch keine Gerechtigkeit geben. Weil es muss eine objektive Dimension von rechtlichem Wissen geben, damit es Gerechtigkeit geben kann. Denn sonst sind diese subjektiven Veränderungen sind einfach ausschlaggebend für Zufall, mögliche Präferenzen von Richtern, und das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Aber natürlich kann man das auch so sehen, man kann sagen, gut, in der Praxis kann es nicht so funktionieren, das ist auch irgendwo sicherlich wahr, aber in der Theorie muss es irgendwie stimmen. Es muss in der Theorie zumindest so sein, dass es eine objektive Dimension gibt. Und ich glaube, die KI kann uns helfen, sowas hier zu finden fürs Recht. Das hier ist einfach die Formel für die Gravitationskraft, die Attraktionskraft zwischen zwei Körpern. Ne? Die Kraft ist gleich die Gravitationskonstante, ist einfach eine Zahl, die kann man erstmal rausnehmen, mal die Masse vom Körper 1, mal die Masse vom Körper 2, geteilt durch das Quadrat des Abstandes zwischen den beiden Körpern. Das ist hier überall im Sonnensystem, stimmt das auf die Punkt, Komma, 0000 Stelle? In der Andromeda-Galaxie ganz genauso. Ne? Überall im Universum stimmt dieses Gesetz. So, und die Naturwissenschaftler denken sich oft, ja, so Sprachwissenschaften und oder Jura, das sind alles so ein bisschen subjektive Fächer und da gibt es alles so ein bisschen Betrachtungssache und da gibt es keine eindeutigen Antworten. Aber ich sage zu Ihnen, nein, es gibt auch im Recht richtige Antworten. Ja? Die Naturwissenschaftler haben kein Monopol auf Wahrheit. Ich glaube bloß, dass das Recht ein extrem komplexes Thema ist, das wir selbst geschaffen haben. Und dass wir deswegen vielleicht etwas komplexere Formeln brauchen als etwas so Simples. Und dass die KI uns eben helfen kann, das Thema Recht richtig gut zu verstehen. Sodass wir dann auch zu den Naturwissenschaftlern gehen können und sagen, ja, eure Formeln sind viel zu simpel, weil ihr habt ein relativ simples Problem. Aber wenn ihr irgendwann mal römisches Recht studieren würdet, dann würdet ihr verstehen, dass die Relativitätstheorie eigentlich ziemlich simpel ist. Gut. Werden wir ein bisschen praktischer, nachdem wir diesen sehr luftigen Exkursus gemacht haben. KI-Integration. Ganz konkret, praktisch, was können Sie machen? Gut, das hier ist eine simple Slide, aber ich finde, das ist eine der wichtigsten oder eine der größten Probleme in der Integration der KI. Und das ist einfach das Interface zwischen den Leuten, die Probleme haben, und den Leuten, die Technologielösungen haben. Das Interface funktioniert fast nirgendwo. Es ist wirklich schwierig, dass man es schafft, dieses Interface so zu bauen, dass auf der einen Seite die Probleme eindeutig sind, dass aber auf der anderen Seite die Lösungen darauf auch zugeschnitten sind. Ich kenne auch viele Legal-Tech-Produkte, die niemals abheben und danach gehen sie alle im Prinzip zur Blockchain über, einfach weil sie das Produkt nicht konkret genug machen, weil sie nicht die Probleme der Kunden gut genug verstehen. Und wenn Sie zum Beispiel schauen, was viele große Kanzleien im Vereinigten Königreich machen, sie haben jetzt einen komplett neuen Beruf, Innovation Manager, Knowledge Manager. Ja? Und das ist im Prinzip genau der Versuch, dieses Interface zu schaffen. Viele von denen, glaube ich, versuchen gerade noch so ein bisschen herauszufinden, was genau ihre Rolle ist. Also ich habe auch einige Gespräche gehabt mit einigen, wo man zu mir gesagt hat, ja, Herr Bull, also ich bin hier Innovation Manager bei einer riesigen Kanzlei in London und ich gehe zu den Anwälten und ich sage, ja, was haben Sie für Probleme? Was können wir technologisch verbessern? Und daraufhin meinten die Anwälte immer nur, ja, nee, alles ist super. Es gibt keine Probleme. Wir brauchen keine technologischen Lösungen. Aber das ist einfach, weil dieses Interface nicht ganz klar ist. Ne? Also es gibt viele KI-Lösungen für viele Probleme und es gibt viele Probleme, die Anwälte haben. Man muss eben versuchen, diese Schnittmenge zu finden. Und um diese Schnittmenge zu finden, braucht man ein gutes Interface. Da braucht man jemanden, der beides versteht. Genau, ich habe auch ein bisschen so ein Short-Term, also kurzfristig und langfristig, was sollte man tun? Kurzfristig, also ich finde, probieren geht über studieren, das ist irgendwie auch so Taten statt Worten, denke ich, das ist der gleiche Slogan. Meine Empfehlung wäre wirklich, etwas zu bauen. Versuchen Sie, etwas zu konstruieren. Und warum? Weil dann die ganzen Unbekannten plötzlich klar werden. Sobald man anfängt, etwas zu bauen, etwas zu konstruieren, ein System herzustellen, dann fängt man wirklich erstmal an, herauszufinden,
was denn die großen Probleme sind und wo man eigentlich eine Lösung braucht. Und dafür sind diese Lean Startup Methoden eigentlich ganz, ganz nützlich. Also Lean Startup Methoden, das ist eine ziemlich bekannte Methodologie, mit der man Startups professionell und erfolgreich bauen kann. Und da gibt es einige Grundideen, die habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Einmal ist das MVP, das ist das Minimum Viable Product. Also das ist praktisch das Bestreben, nicht jetzt anzufangen und dann ein System zu planen, was riesig, was perfekt funktioniert, sondern erstmal zu sagen, wir bauen erst mal was, was ungefähr funktioniert. Und dann können wir basierend darauf pivoten. Das heißt, wir können es stufenartig verbessern, neue Lösungen oder aber eben auch verstehen, was eigentlich das Produkt erstmal machen soll. Weil was oft passiert, und ich kenne da auch einige wirklich horrende Beispiele, wo man sagt, okay, hier haben wir irgendwie das Problem, hier haben wir irgendwie eine Lösung und jetzt planen wir eine extrem komplexe Lösung. Und dann fängt man an, die zu implementieren. Und sobald man das System dann nach 2 Jahren für viele Millionen Euro gebaut hat, merkt man, wir brauchen es eigentlich doch nicht. Ne? Und deswegen ist dieses MVP zusammen mit dem Pivoten und auch klaren Erfolgsparametern eine sehr gute Methodologie dafür, wirklich auch zum Erfolg zu kommen mit diesen Technologien. Okay, Long Term. Was sind die Fragen, die wir jetzt uns stellen müssen, um auch in 10 Jahren noch erfolgreich damit zu sein? Und da kann man die Industrietrends beobachten. Man kann gucken, was machen andere große Firmen, zum Beispiel PwC, Google und BMW. Und man braucht dafür eine klare Datenstrategie. Ja, sammeln Sie Daten, strukturieren Sie sie, weil das sind die Daten, die dann irgendwann die Grundlage sind für wirklich gute Systeme und für die quantitative Analyse dieser Daten. Partnerschaften aufbauen. Ja. Es gibt nicht so viele Firmen, die wirklich qualitative, hochwertige Produkte haben. Bauen Sie Partnerschaften auf mit solchen Firmen. Investieren Sie auch in Schlüsseltechnologien und in Fachwissen. Denn das sind Sachen, wo es einfach einen enormen Demand gibt, also eine enorme Nachfrage und sehr wenig Supply. Und ganz konkrete Actionplan, einfach 3 Punkte. Wenn Sie Daten kreieren als Kanzlei oder als Firma, strukturieren Sie sie dann schon. Ja, sammeln Sie Daten und versuchen Sie sie auch jetzt schon klar zu strukturieren. Weil bei vielen von unseren Kunden, die kommen zu uns und sagen uns, ja, wir haben jetzt 20 Jahre von Datenmengen hier mit 10 verschiedenen Formaten komplett durcheinander und dann müssen wir erstmal das alles strukturieren, bevor wir überhaupt was Interessantes damit machen können. Genau, zweitens, dieses KI und Recht-Interface irgendwie versuchen aufzubauen. Das ist relativ offensichtlich. Und versuchen eben ein konkretes Problem dabei zu lösen. Und ich glaube zum Beispiel die Weblaw AG und auch, nicht die Weblaw AG. Ist sie eine Aktiengesellschaft? Ich glaube nicht, nein. Ach doch, sehr gut. Ja, die Weblaw AG und auch Casecrunch helfen natürlich sehr gern dabei. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Wo geht's hin mit der Legal AI? Und nochmals, Technologie, man weiß es einfach nicht. Ne? Die Technologie, die wir jetzt benutzen, die gibt es schon seit den 90ern. Wir haben sie schon ein bisschen verbessert. Ganz cool. Kommen wir irgendwann zu einer menschlichen KI? Keine Ahnung. Und normalerweise kommt an diesem Punkt des Vortrags immer das Terminator-Bild. Aber ich finde eigentlich auch so ein bisschen Lokalkolorit mit Frankenstein aus Genf natürlich, Frankensteins Monster. Ich finde eigentlich, Frankensteins Monster ist eine viel bessere Metapher für die KI in der Zukunft, weil der Terminator ist bloß so aggressiv und versucht, die Menschheit zu zerstören. Und Frankensteins Monster hat beide Seiten. Auf der einen Seite ist er wirklich furchterregend und mörderisch, aber auf der anderen Seite ist er auch ein Wesen, das irgendwie etwas Gutes tun kann und das irgendwie versucht, für sich selbst einen Sinn zu finden. Und ich glaube nicht, dass die KI versuchen wird, sich für sich selbst einen Sinn zu finden, aber es gibt genau diese beiden Seiten auch für die KI im Recht. Es gibt ganz tolle Szenarien, wo wir die KI benutzen, um wirklich rechtliche Probleme klarer zu machen und transparenter zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es total furchtbare Szenarien, wo die rechtliche KI benutzt wird als Mittel zur Unterdrückung. Und ich kann Ihnen aus persönlichen Gesprächen mit einigen hochrangigen chinesischen Beamten sagen, dass sich da in den nächsten 5 Jahren ganz schön viel tun wird. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Also wir haben auch eine totale Verantwortung, die KI im Recht in die richtige Richtung zu lenken. Gut, Zusammenfassung. Die KI ist ein Werkzeug für Theorie und für die Praxis. Den Hype sollte man relativieren, aber die Technologie auch nicht unterbewerten. Sie ist da, sie macht coole Sachen. Und zum Schluss, genau, Taten statt Worte. Ja, damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Fragen.
Herzlichen Dank, Ludwig Bull. Ja, die Frage, braucht es uns Anwälte, uns Juristen noch? Wir haben Zeit für einige Fragen. Wir haben zwei Mikrofone unterwegs, dass das auch beim Livestream verfolgt werden kann. Wem darf ich das Mikrofon übergeben? Ja, hier drüben, da liegen gerade. Wo sind Sie in Gefahr? Ja, super Frage. Die Frage nochmal für alle zum Verstehen. Wie könnte denn die KI eine Methode zur Unterdrückung werden im Recht? Ganz simpel, indem man rechtliche Prozesse automatisiert und sie nicht transparent macht. Das heißt, ja, zum Beispiel in China haben sie einen Plan, dass sie innerhalb der nächsten 5 Jahre die Hälfte aller Rechtsprechung durch KI automatisieren. Und die Frage ist dann natürlich, ist diese Rechtsprechung fair? Ist es accountable? Kann man nachvollziehen, auf welcher Basis diese Urteile beruhen? Und da ist eben meine Furcht, dass weil die KI manchmal, vor allem das Deep Learning, schwieriger nachzuvollziehen ist, dass man sich dann praktisch einen Weg schafft, ohne irgendwie erklären zu müssen, wie man zu einem Urteil kommt, einfach das Urteil zu geben, automatisiert und zu sagen, ja, die KI hat so gesagt, dass wir so eine Art Orakel-Recht sprechen, die dann nicht mehr demokratisch ist. Genau. Beantwortet die Frage? Okay. Weitere Fragen? Jetzt habe ich zwei von den Mikrofonen. KI ist ja vor ein paar Jahren, 20 Jahren, schon mal bös gelandet. Und was Sie jetzt ansprechen, ist ja ein bisschen das Thema Explainable KI. Wie schafft man das? Wie will man das hinkriegen? Ich denke, dass es gerade der KI mit diesen selbstlernenden Methoden inhärent ist, dass man schwer oder gar nicht nachvollziehen kann, was aus dieser Box dann anschließend wieder rauskommt. Ja, das ist auch eine super Frage. Also Herr Kummer spricht das Blackbox-Problem an. Ne? Also wie können wir wirklich, ist überhaupt möglich, bei der KI zu erklären, was denn die Basis ist für diese Entscheidung? Also beim traditionellen maschinellen Lernen ist das simpel, da ist es sofort offensichtlich, ist mathematisch ganz klar, weil es eben nicht nonlinear ist. Also da können wir genau sagen, das sind die Faktoren. Aber wie Sie auch richtig ansprechen, beim Deep Learning ist es ein bisschen schwieriger, weil es eben nonlineare Berechnungen sind. Und das heißt, man muss ein paar Tricks anwenden, um diese Entscheidungsprozesse zu visualisieren. Aber meine Herangehensweise ist da immer, wenn man eine KI baut und sie gut funktioniert und ich nicht einfach normal für jeden erklären kann, warum sie ihre Entscheidung so fällt, dann ist es auch keine gute KI. Ja? Also man muss dieses Deep Learning, was etwas schwieriger ist, da haben Sie recht, das zu erklären, aber man muss dort auch Zeit investieren, diese Prozesse ganz eindeutig klar zu machen. Also um die Frage konkret zu beantworten, beim normalen statistischen maschinellen Lernen, da ist es kein Problem. Beim Deep Learning müssen wir mehr Zeit investieren. Es ist auch möglich, ein bisschen schwieriger, aber ich denke, Sie haben komplett recht, dass das sehr wichtig ist, diese Prozesse auch wiederum transparent zu machen. Beantwortet das die Frage? Okay. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ja? Ja, das ist auch eine super Frage. Also, explainable to whom? Also, wem sollte man das erklären? Auf der einen Seite müssen die Entscheidungen von der KI irgendwo auch den Meinung von Experten entsprechen. Also wenn jetzt die KI mit einem komplett anderen Weg zum Urteil kommt und ein rechtlicher Experte würde sagen, das ist totaler Schwachsinn, nur einer von beiden hat wirklich recht. Und dann muss man halt eben rausfinden, wer das ist. Also auf der einen Seite, das rechtlich zu erklären, denke ich, ist wichtig, dass man das auch irgendwie sieht, okay, die KI macht so ungefähr, was man als Anwalt auch machen würde. Und dann auf der anderen Seite ist dann die Dimension, man hat die rechtliche Erklärung und wie erklärt man das dann den Menschen? Und ich glaube, das ist ein Problem, das das Recht eigentlich schon länger hat, aber eigentlich auch ganz gut löst, weil es eben irgendwo um Gerechtigkeit geht und weil sich komplexe rechtliche Prozesse oder komplexe rechtliche Argumente irgendwo eigentlich auch immer simpel zusammenfassen lassen als, ja, es geht hier darum, dass wir ein gutes, gerechtes Ergebnis erzielen. Ne, also nochmal zusammengefasst, auf der einen Seite das rechtlich zu erklären, das ist wichtig und dann von Recht zur Gerechtigkeit, ich denke, diesen Prozess haben wir schon. Ja, wenn dann die KI quasi der Herr ist vom Oxford-Professor, dann leuchtet auch jedem sofort ein, dass das gerecht ist, dass eben die absolute Gerechtigkeit ist, oder?
Genau, das wäre nicht mehr erklären, sozusagen. Ja. Das ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir haben Sie am Nachmittag noch auf dem Panel und sind auch in den Breakout-Sessions da, um weitere Fragen zu beantworten. Meine Damen und Herren, das war Ludwig Buhl. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.